Hallo ihr lieben Leute da draußen. Juhu. Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Assassin's Creed Revelation. Ja, eine neue Aufnahmesession beginnt hier wieder und wir stehen hier eigentlich schon direkt vor der Mission, vor der nächsten. Weil ich mir gedacht habe, ich möchte ein bisschen Zeit sparen und wie ihr wisst, haben wir ja in der letzten Folge uns die Erinnerung von Alter ihr im Alter von 92 Jahren angesehen und auch noch den letzten Massiv-Schlüssel gefunden bzw. erhalten. Somit haben wir quasi alle Massiv-Schlüssel. Ich weiß nicht, was uns das jetzt bringt. Aber so gesehen haben wir, also sind wir mit dem Massiv-Schlüssel fertig und können jetzt getrost, nachdem wir Sequenz 7 beendet haben, in Sequenz 8 mit der neuen Mission starten. Also dann, los geht's und wir interagieren mal mit dieser Tür hier. Ah ja, okay. Keine große Interaktion. Entdeckung. Prinz Ahmed hat gedroht, Sophia etwas anzutun. Finden und beschütze sie. Volle Synchronisation, wenn angegriffen, 5 Wachen im Nahkampf eliminieren, ohne getroffen zu werden. Ja, das wird ein bisschen ein Problem, glaube ich. Weil ich werde fast in jedem Kampf getroffen. Aber, naja. So, jetzt schauen wir mal. Was haben wir da? Über Leichen, interessant. Das ist nicht gut. Sind über Leichen versteckt. Was ist das denn? Nee, ist das... Yusuf! Scheiße! Ist das Yusuf? Ach du Scheiße. Yusuf ist tot. Scheiße. Wer hat ihm das gemacht? Ihr habt euch die Ruhe verdient, Bruder. Requiescat in pace. Gottes Willen. Brüder, Schwestern, die ganze Stadt lehnt sich gegen uns auf, während Yusufs Mörder vom Arsenal aus zuschaut und lacht. Kämpft mit mir und zeigt ihm, was passiert, wenn man die Wege der Assassinen kreuzt. Jawohl, ja, da hat der Meister ein wahres Wort gesprochen. Der Meister-Assassine Ezio Auditore da Firenze ruft seine Assassinen auf, sich gegen Arme zu wehren. So, das war ein bisschen zu spektakulär jetzt, ich weiß. So, gut, weiter geht's hier und ja, wir sehen unsere what? Ich hab auch noch keinen Befehl gegeben, hallo? Was soll denn das? Oh, scheiße. Und schon wieder verloren. Ja, ich sag ja, das wird nichts mit der... mit der jeweiligen Synchronisation. Das kann ja nichts werden, ne? Wenn ich ständig angegriffen werde. Das geht so nicht. So. Eieiei. Meine Assassinen, die sind ziemlich gut hier. Ja. So, hallo. Erledigt habe ich dich. So, komm her. Noch mehr, bitteschön. Da, stirbt mal schön. Nö, wo fällt ihr denn hin? Alter, immer nicht. Ah, okay, danke. So, okay. Jetzt habe ich natürlich ein bisschen Energie verloren. Jetzt brauche ich wieder eine. Ah, verdammte Scheiße. Was soll denn das? Mach du, jawohl. Danke. So, das war gut so. Nein, was tue ich denn hier? Na, nein, du sollst weggehen. Da wäre ich angegriffen von jedem. Hallo, hallo. Ich muss doch mal kurz durch. So, hoppala. Ja, dann komm mir mal nach hier, ne? Komm mir mal nach. Wenn du es schaffst. Scheiße. Nein, aua, verdammt, Scheiße. Dankeschön. Hey, verdammt. Assassino. Komm schon.
Und du denkst, der nächste Sultan wäre ein leichtes Opfer. Nein. Du verstehst dich am Spiel. Nein. Aber du verstehst die Steine nicht. Endlich ein neues Schwert. Alter, wie viele Leute es sind. Verdammte Scheiße. Okay, da kann es ja nichts werden mit Klettern. Jetzt muss ich hier erstmal für frei Haus schaffen. Alter. So, stirb mal. Alter, wie viele Leute es sind gerade. Das ist ja abnormal. So. Weiter. Ja, lalala. Kopf verdreht. So, noch einer. Na komm. Na komm. Greif an. Greif an. So, da. Hoppala. Okay. So, jetzt habe ich hier mal endlich wieder frei Haus. Oder freie Bahn. Können wir mal. Deine Zeit ist gekommen, Assassine. Hallo. Du warst lange genug ein Dorn in meinem Fleisch, Assassine. Ach so, okay, dann kann ich gar nicht mit einem Attentat. Wo ist sie? Diese Wut. Wo ist sie? Falls ihr denkt, ihr könntet verhandeln, dann tötet mich und zwar schnell. Schade, dass es so weit kommen musste. Zwei Männer, die Freunde sein sollten, streiten um die Schlüssel zu einer Bibliothek. Wir haben beide dasselbe Ziel, Ezio. Nur andere Methoden. Erkennt ihr das nicht? Frieden, Stabilität und eine Welt, in der die Menschen ohne Furcht leben. Menschen suchen Wahrheit, ja. Doch auch wenn sie sie haben, erkennen sie sie nicht. Wie bekämpfen wir derlei Ignoranz? Freiheit mag chaotisch sein, Ahmed. Aber sie ist unbezahlbar. Natürlich. Und wenn alles zerbricht und das Licht der Zivilisation verblasst wird, Ezio Auditore sich aus dem Dunkel erheben und stolz verkünden, ich blieb meinem Credo treu. Ich öffne diese Bibliothek und finde den großen Tempel. Und mit der dort versteckten Macht werde ich den Aberglauben zerschmettern, der die Menschen trennt. Nicht in diesem Leben, Ahmed. Bringt die Siegel zum Galata-Turm, wenn ihr soweit seid. Tut dies und Sophia wird verschont. Sommer. Die Armee meines Bruders wird bald hier sein, Ezio. Und danach ändert sich alles. Gottes Willen. Cinnamon. Wie lange seid ihr schon hier? Lange genug. Ich ließ Ahmed seit seiner Rückkehr verfolgen. Doch ich rechnete nicht mit so etwas. Und was denkt ihr jetzt? Er ist ein ehrlicher Mann. Doch seine Templerfantasien sind sehr gefährlich. Sie halten der Wirklichkeit nicht stand. Die Welt ist ein Flickenteppich aus vielen Farben und Mustern. Ein gerechter Führer sollte das feiern und nicht dagegen vorgehen. Er fürchtet die Unordnung, die aus Unterschieden entsteht. Deshalb schaffen wir Gesetze für alle. Einen Kanon, der für alle gleichbindend ist. Cesatem, zurück! Halt, Soldat! Dieser Mann ist nicht unser Feind. Es wäre eine Herausforderung, einen Sohn wie euch zu haben. Ihr seid noch nicht tot, alter Freund. Ezio, verschont meinen Onkel, wenn ihr könnt. Würde euer Vater... Nein. Ja, das ist natürlich ein Problem, ne? Assassine muss tun, was er tun muss. Das geht nicht anders anscheinend. Naja. Gut, auf geht's zur nächsten Mission. Bin schon gespannt, was jetzt folgt. Eine ziemlich harte Sache hier. Aber ja, so ist es. Und da sehe ich gerade auf der Karte ein weiteres Datenfragment. Ach du Scheiße. Das muss ich mir auch gleich holen. So, aber wenn das hier schon in der Nähe ist, dann kann ich das einfach nicht so stehen lassen. Das, so, da oben. Perfekt. Wunderbar. Dann haben wir hier irgendwo was. Ah, eine Truhe. So, eine goldene Truhe und eine Holztruhe. Oh,
1400 Akschel. Arabisches Pulver, sehr schön. Na wunderbar. Dann geht's mal auf. Ich werde hier mal über die Dächer klettern. Ich werde über die Dächer versuchen, zur nächsten Mission zu gelangen. Wenn mir das gelingen sollte. Naja. Das wird wohl nichts. Gut, dann muss ich wohl anders hin. Dann muss ich wahrscheinlich durch das Tor durch. Durch das Tor, wo ich eigentlich schon durchgelaufen war. Oder? Nein, doch nicht. So, was haben... Achso. Ah, das ist wieder so eine komische Feste hier. Oder so eine komische... Ja. Ich weiß nicht, was das ist. Hm. Noch so ein slawischer Söldner? Das könnte unser Mann sein. Halt! Ich seh mal nach. Halt! Ihr da! Okay, gut. Nein, ihr seht mich nicht mehr. Das ist wahr. Geht mal eure Waffen runter. Danke. So. Die werde ich hier erstmal ablenken lassen. Du hast jemanden sehr ärgerlich gemacht. Und ich soll dich von ihm grüßen. So, während die hier kämpfen, werde ich mich mal darauf machen. Und werde schauen, wo da der Hauptmann ist, der hier irgendwo rum soll. Der entkommt uns nicht. Erwischt. So, perfekt. Damit haben wir das auch erledigt. Und somit haben wir diese Feste auch gemacht und erobert. So, erstmal hier drauf. Hoppala, nein. So, okay. Erstmal hier wieder den Turm synchronisieren. Und dann werden wir hier den Turm anzünden. Wunderbar. Und ab geht die Post. So. Perfekt. Was haben wir da? Ey, Moment mal. Habe ich dir gesagt, du sollst mich angreifen? Nein. Aua. Das tat ja aber weh jetzt. So. Stirb mal schön. Hier auch noch. Na komm. Was ist denn mit dir? Tust du nicht? Der trifft dich, der Vollidiot. So. Perfekt. Du auch noch. So. Danke. Ihr verfluchten Diebe, ihr habt mich ruiniert. Ich hoffe, die Janitscharen reißen euch die Augen raus und schlagen eure Hände ab. Signora, was beunruhigt euch? Diese Schurken da. Sie griffen mich zu Hause an und raubten all meinen Besitz. Bitte, helft mir. Naja. Wenn du unbedingt um Hilfe bettelst, die Akrobatin, eine geschickte junge Frau, wird ohne Grund von den Wachen schikaniert. Beschützen Sie sie. Ach komm, das ist doch ein Klacks für mich, ne? Das ist doch ein Klacks. Aua, auf der Scheiße. Lass mal ab von mir, Depp du. So, ein Ziel. Das zweite Ziel ist somit auch erledigt. Und du haltst dich wieder mal nicht fest. Das ist deine Schuld. So, du stirbst auch noch. Perfekt. Ich verdanke euch bereits mein Leben, ihr Fandom. Doch ich habe noch eine Bitte. Folgt ihr mir? Wohin? In mein Geschäft, wo diese Männer mich zuerst angriffen. Ich fürchte, sie haben alles gestohlen oder zerstört, was ich besaß. Geht vor. Ja, natürlich. Der Akrobatin folgen. Na toll. Jetzt kann ich erst wieder auf die Gesundheit schauen von der. So. Ach, guck an. Die ist auch assassinemäßig unterwegs.
Interessant, junge Lady. Sie haben was drauf. Aua. So, ich muss dann auf jeden Fall wieder zum Arzt und natürlich wieder meine Rüstung schmieden lassen. Denn die ist ziemlich zerdeppert. Und dadurch muss ich auf jeden Fall wieder gucken, dass ich das erledige. Warten Sie mal, junge Frau. Sie sind noch hier! Raus, verfluchte Diebe! Was? Raus aus meinem Geschäft! Ihr da! Ihr seid die Übeltäter! Da kommt her! Was? Alter, wie geht das jetzt? Leute, die hatte noch volle Energie oder so halbwegs volle Energie. Wie geht das jetzt? Also das verstehe ich jetzt nicht. Wie geht das? Ist das ein Bug? War es gerade ein Bug oder was ist da los? Sag mal. So. Okay, jetzt muss ich sie quasi nochmal beschützen hier und nochmal verfolgen. So, ich weiß eigentlich schon, wo es hingeht. Hoppala, scheiße. Jetzt bin ich da schon wieder falsch abgebogen oder abgestürzt. So, okay. Ja, sag mal, komm jetzt. Und was ist da? Ja, jetzt auf einmal oder was? Alter, du könntest ja in der Zwischenzeit vorlaufen. Aber nein, du wartest unbedingt auf mich, ey. Was soll denn das? Hoppala, tut mir leid, das wollte ich nicht. Ja, wo rennst du jetzt hin, sag mal? Komm da rauf, Mädchen. So, okay. Gottes Willen hier. Zeit. So. Okay. Die wollte... Alter, was ist denn jetzt? Achso, da lang. Sie sind noch hier. Raus, verfluchte Diebe. Okay. Raus aus meinem Geschäft. Danke. Ihr habt mir sehr geholfen, Effendim. Es tut mir leid, dass ich euch im Gegenzug nur meine Hochachtung bieten kann. Ihr schuldet mir nichts. Doch ihr könntet euer Talent den Assassinen zur Verfügung stellen. Ihr könnt gut klettern und würdet sicher viel dazulernen. Ach, ich danke euch für diese Offerte. Wirklich. Das stimmt allerdings, die kann gut klettern. Zu Akrobatin zurückkehren? Ja, ist klar, ne? 100% Synchronität, na, wunderbar. So, jetzt geht's aber wirklich auf zur nächsten Mission, aber diese machen wir leider erst in der nächsten Folge. Die Folge ist leider schon wieder vorbei und ich weiß, euch stört das die ganze Zeit wahrscheinlich, dass die Folge immer nur 15 Minuten geht, aber was soll ich machen? YouTube verklagt mich sonst deswegen, wenn ich Überstunden mache. So, also dann, Freunde, wir sehen uns auf jeden Fall in der nächsten Folge wieder und das sehe ich gerade schon wieder. Ich kann weitere Assassinen rekrutieren. Das gibt's ja nicht. Ich komme da überhaupt nicht weiter mit der Story, habe ich so das Gefühl. Naja, was soll's. Bis zum nächsten Mal. Ciao.